Dies ist eine Exponentialgleichung, weil die unbekannte x als Exponent auftritt. Wir haben drei verschiedene Basen. Eine Idee wäre, an beiden Seiten ln zu nehmen, aber Vorsicht, ln von einer Summe, das ist nicht die Summe der lns und deshalb ist das keine gute Idee. Schauen wir uns die drei Basen genauestens an. Hier steht 2 mal 2, hier steht 2 mal 5 und hier steht 5 mal 5. Würden wir diese 10 durch diese 4 teilen, dann ergäbe das als Bruch 10 Viertel, das heißt 5 Halbe. Würden wir die 25 durch 4 teilen, dann hätten wir 25 Viertel, das heißt das Quadrat von 5 Halbe. Dann hätten wir hier als Basis 5 Halbe und da auch. Dann machen wir das. Wir werden jetzt die ganze Gleichung durch 4 hoch x teilen. Wir sind auch sicher, dass wir das dürfen. Denn für egal welchen x-Wert ist 4 hoch x immer streng positiv. Teilen wir diese Gleichung schon mal durch 4 hoch x. Dann erhalten wir diese Gleichung, 25 hoch x geteilt durch 4 hoch x. Diesen Term setzen wir zur anderen Seite, dann wird das minus 10 hoch x geteilt durch 4 hoch x. Und 4 hoch x geteilt durch 4 hoch x macht 1. Setzen wir auch an die andere Seite, so haben wir da minus 1. 25 hoch x geteilt durch 4 hoch x, das ist genau dasselbe wie 25 Viertel hoch x. Und 10 hoch x geteilt durch 4 hoch x, das ist genau dasselbe wie 10 Viertel hoch x. Also dürfen wir die Gleichung in diese Form umschreiben. 25 Viertel, das ist das Quadrat von 5 Halbe. Und 10 Viertel, das ist 5 Halbe. Somit erhalten wir also diese Gleichung. Und hier dürfen wir diese zwei Exponenten einfach vertauschen. So. Warum? Weil 5 Halbe hoch 2 hoch x, das macht 5 Halbe hoch 2 mal x. Und 5 Halbe hoch x hoch 2, das ist dasselbe wie 5 Halbe hoch x mal 2. Also dürfen wir. Jetzt haben wir diese Exponentialgleichung, in der die unbekannte x nur noch in dieser Form auftritt, 5 Halbe hoch x. Dann stellen wir diese Form gleich y. Und in dieser Gleichung ersetzen wir da und da das 5 Halbe hoch x durch y. So erhalten wir diese Gleichung zweiten Grades in der unbekannten y. Die Lösungen dieser Gleichung sind 1 plus oder minus Quadratwurzel von 5 geteilt durch 2. Also haben wir zwei Möglichkeiten für y. Vorsicht, die Übung ist hier nicht beendet. Wir haben y-Werte gefunden, gefragt werden aber x-Werte. Also bitte nicht vergessen, back to x. Schauen wir uns den ersten Fall an, wenn y 1 plus Wurzel 5 halbe ergibt. Dann bedeutet das, dass 5 halbe hoch x gleich sein muss zu 1 plus Wurzel 5 halbe. Das ist eine einfache Exponentialgleichung, aber wir haben links und rechts nicht dieselbe Basis. Dann nehmen wir eben den natürlichen Logarithmus an beiden Seiten, zum Beispiel den natürlichen Logarithmus, es dürfte auch ein anderer sein, ich habe diesen gewählt. Das dürfen wir auch, denn diese Zahl ist immer streng positiv für egal welchen reellen x-Wert und diese Zahl auch. Also dürfen wir beidseitig ln anwenden und eine wichtige Eigenschaft von ln ist, dass dieser Exponent nach vorne springen kann, wo er dann multipliziert. Jetzt brauchen wir diese Gleichung nur noch durch ln von 5 halbe zu teilen und finden dann hier als Nenner ln von 5 halbe. Das ist ln von 5 minus ln von 2. Und bei diesem Bruch gilt ebenfalls ln von 1 plus Wurzel 5 halbe, das ist ln von 1 plus Wurzel 5 minus ln von 2.
Also haben wir diese Lösung dieser Exponentialgleichung gefunden. Bleibt noch der zweite Fall. Wenn y1 minus Wurzel 5 halbe ist, dann würde das bedeuten, dass 5 halbe hoch x eine streng negative Zahl ist. Das geht aber nicht. 5 halbe hoch x ist immer streng positiv für egal welchen reellen x-Wert. Also führt dieser zweite Fall zu keiner weiteren Lösung. Das heißt, diese Exponentialgleichung hat nur diese eine Lösung, die wir in die Lösungsmenge hineinstecken, und die Übung ist schon beendet.